willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karrieremodus. Wir sind mal wieder am Start mit unserer Karriere mit den Magpies und heute gibt es wieder nachkommentiertes FIFA und das ist doch mal eine Neuerung. Ihr habt euch unter anderem unter den letzten Videos ein bisschen beklagt, der alte Kommentierstil war deutlich besser als der neue beispielsweise beim Borussia Dortmund Karrieremodus, aber ich habe ja gesagt, der Newcastle Karrieremodus wird weiter fortgeführt und dementsprechend macht euch gar keine Sorgen, denn dieser Kommentierstil wird euch auf jeden Fall ebenfalls erhalten bleiben. Wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Links in der Videobeschreibung zu Instagram, Twitter, Facebook auf jeden Fall mal auschecken. Würde ich mich auch drüber freuen. Und heute ist FIFA wieder richtig AIDS. Deswegen machen wir auch nichts live oder irgendwie sowas, sondern regen uns einfach nur über dieses Drecksgame und über diesen Drecksladen, der sich EA nennt, auf und versuchen das Ganze mit den Magpies trotzdem so zu gestalten, dass wir im Endeffekt ja weiter unsere Tabellenposition Nummer 1 in der Barclays Premier League halten können. Das ist unser erklärtes Ziel. Heute geht es unter anderem in der Europa League weiter und zwar gegen Panathinaikos. Das wird eine sehr interessante Partie in meinen Augen, denn Panathinaikos hat einige interessante Spieler wie Markus Berg oder Mladen Petric, die auch alles andere als schlecht sind und gegen die es definitiv nicht einfach wird zu gewinnen. Zum anderen kommt dann auch ein Ligaspiel, also heute wirklich wieder alles mal dabei und das ist der Vorteil, wenn man in der zweiten Saison ist. Man hat schon zwei Wettbewerbe, beziehungsweise einen dritten mit dem Capital One Cup, einen vierten mit dem FA Cup, das läuft schon alles ganz gut. Die Scout-Berichte sind nicht sonderlich interessant. Mongani Tsungu vom VfL Bochum ist der einzige, der mich interessiert, weil ich nicht weiß, wie seine Stats so sind. Ansonsten habe ich in diesem Karrieremodus allgemein viel zu viele Spieler mit Scout-Abschlussberichten, obwohl ich mich gar nicht für sie interessiere, aber ich lasse sie trotzdem auf der Liste, weil es theoretisch sein kann, dass ich mich für sie interessiere. Warum ich das mache, weiß ich nicht, aber irgendwie kann ich mich schwer davon trennen. Ich bin Messi in der Hinsicht und damit meine ich nicht Lionel, sondern schon den Messi, der der Definition aus dem Wörterbuch entspricht. Naja, wie auch immer, apropos Definition aus dem Wörterbuch, ja, momentan die Magpies genauso schlecht da wie 96, ja, beziehungsweise standen genauso schlecht da wie 96, haben sie jetzt in den letzten Wochen erholt und wir wollen heute genau das weitermachen gegen Swansea. Passenderweise haben sie in Realität die Wende eingeleitet mit einem 3-0-Sieg und wir wollen das heute genauso fortsetzen. Ich hoffe, wir schaffen das, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Newcastle United in Finghamstown, James' Park, Swansea City. Die war Lisa zu Gast bei den Männern im Nordosten Englands. Eine weite Fahrt für die Schwäne, aber sie wollten im Idealfall 3 Punkte mitnehmen gegen den aktuellen Tabellenführer der Barclays Premier League. Das Stadion ausverkauft, die Fans in bester Stimmung und bester Laune. Erwartet eine klasse, hochwertige Partie zwischen dem Tabellenführer und dem 13. Man könnte den Vorsprung auf ganze 6 Punkte aufbauen, ja, im Vergleich zu Manchester United, dem Zweitplatzierten. Und das war natürlich das erklärte Ziel von Jonjo Shelvey und Co. Shelvey heute im Fokus, der ehemalige Mann von Swansea, der da einige Zeit lang gespielt hat, mittlerweile bei den Magpies. Und die haben momentan nicht nur ein starkes Mittelfeld, sondern auch die beste Abwehr der Liga. 7 Gegentore, ja, einzig Manchester United kommt da ansatzweise ran mit 9 Gegentoren und einem Spiel mehr. Allerdings, wenn sie heute keins kassieren, dann sind sie weiterhin die beste Defensive der Liga. Und das ist die Aufgabe von Massio Haidara und seiner Hintermannschaft. Costil, Bellerin, Zuma, Mbemba und Massio Haidara. Davor Sissoko und Jonjo Shelvey mit Ayoze Perez in der Sturmspitze. Da war Michy Batshuayi hier und auf den Flügeln Alex Oxlade-Chamberlain und Henri Saivé. Sehr starke Aufstellung immer noch. Ein bisschen von Verletzungen geprägt, die Mannschaft von Newcastle. Auf der anderen Seite keine großen Verletzungsprobleme, dementsprechend A-Besetzung. Bei Swansea Muslera im Kasten, davor Rangel, Ahmad Bartley und Tabanu. Auf der Doppel-6 Britton und Lucas. Davor dann Dyer Ayew, Sigurdsson und vorne in der Sturmspitze natürlich der Portugiese Eder Sigurdsson, der eventuell beste Spieler im Kader von ganz Swansea, war heute ja als Kapitän auf dem Platz und sollte für die kreativen Momente sorgen. Einer, der dafür nicht sorgen konnte heute, war Montero, normalerweise gesetzt bei den Swans, heute aber nur auf der Bank. Wir springen rein in die Partie und die Schwäne hatten den besseren Start. Eder mit der ersten Kopfballchance, Flugkopfball nach gerade mal 5 Minuten, aber deutlich über den Kasten hinweg. Sie machten trotzdem weiter. Dyer mit der Flanke, Sigurdsson mit der nächsten Kopfballchance, aber auch die deutlich zu unpräzise. Und das brachte Newcastle die Chance ins Spiel zu kommen. Sissoko scheitert zunächst einmal, aber setzt seine erste Offensivaktion weiter fort. Flankt nicht mit rechts, sondern mit links in die Mitte und da steht Oxlade-Chamberlain, ist aber zu klein und muss Lehrer pflückt den locker runter. Trotzdem wurde Newcastle jetzt besser. Balleroberung von Jonjo Shelvey, der Ball auf Michy Batshuayi, schön durchgesteckt auf den Belgier, frei vom Kasten, muss Lehrer, klasse Parade, hält das 0:0 fest. 20 Minuten durch und es steht weiterhin 0:0, aber Newcastle war jetzt drückend. Oxlade-Chamberlain, schöner Versuch, aber wieder ist der Uruguayer da, der war der beste Mann bei den Swans auf dem Platz. Nach der Anfangsphase kommt von denen offensiv nichts mehr, nur noch Newcastle spielte Haidara mit der Flanke, Batshuayi mit seiner nächsten Gelegenheit, aber der Volley mit links noch deutlich verzogen. Es war nicht sein
sein Tag. Er hatte kein Glück im Abschluss. In der ersten Halbzeit sollte aber trotzdem immer noch was passieren durch einen seiner Kollegen. Xavi mit dem Ball auf Jose Perez. Das war ein Doppelpass und er zieht einfach mal ab. 25 Meter, 1:0 Newcastle. 42. Minute, der Führungstreffer für die Magpies durch den Spanier Jose Perez. Ja, der Jugendspieler, der ehemalige von Teneriffa, mittlerweile ja eine absolut gewachsene Kraft bei den Magpies, zeigt hier wieder, warum er den verletzten Genie Wijnaldum in der Startelf wunderbar vertritt. Einfach mal draufgezogen aus knapp 25 Metern und der Ball schlägt ein Muslera. Ist chancenlos, perfekt in die linke untere Ecke. Führung also für Newcastle und die war nach dem Verlauf der ersten Halbzeit auf jeden Fall auch okay. Danach verflachte die Partie allerdings einigermaßen und es passierte nicht mehr sonderlich viel. Die Chancen gab es auf beiden Seiten nicht mehr. Vor der Halbzeit immerhin nochmal ein Versuch. Jonjo Shelby mit dem Kopfball, allerdings kein Problem für Muslera, der den locker diesmal runterpflückt. Wir springen in die 65. Da gab es dann einen Wechsel und zwar gegen Michy Batshuayi, wie gesagt glücklos aus der Partie. Und Adam Armstrong kam für ihn in die Partie. Der Jugendspieler, der Magpies, der schon seit Ewigkeiten im Verein ist, sollte heute wieder mit seiner Schnelligkeit in den Schluss Situation über Konter gefährlich werden. Die erste Situation aber per Kopf und Haidara versucht dann aus der Distanz. Das Ding geht knapp am Tor vorbei. Newcastle wurde jetzt offensiv wieder ein bisschen stärker. Hier kommt Armstrong nicht an den Ball ran. Allerdings versuchten sie wieder ein bisschen mehr. Es gelang ihnen nicht viel, aber es gelang ihnen einiges. Und dann auch mal ein Versuch nach vorne von Swansea, abgefangen von Benoit Costil. Und der leitet den Gegenangriff ein. Lecky ebenfalls eingewechselt auf Shelby. Der verliert den Ball eigentlich, aber sie kommen nochmal ran. Und das ist Matthew Lecky. Und der ist viel zu schnell für Lucas. Klasse durchgesetzt. Geht in den 16er. Ist viel zu schnell. Tabanu kommt, der wird auch stehen gelassen wie eine Fahnenstange und es steht 2:0. 88. Minute, die Entscheidung im St. James' Park durch Matthew Lecky, der Australier, mittlerweile richtig angekommen bei den Magpies. Er ist nur Ergänzungsspieler, er ist nur Rotationsspieler, aber wenn er spielt, dann bringt er gute Leistung und das zeigt er hier wieder. Seine Füße und sein Tempo sind einfach das, was ihn ausmachen, setzt sich wunderbar durch gegen Lucas und natürlich sind die Swans aufgeregt und Tabanu, naja, viel zu passiv, Muslera wieder chancenlos. Die Entscheidung also gefallen, die letzte Szene gab es nochmal, ja, auf Seiten von Swansea, aber Dyers Kopfball kein Problem für Costil und dann war auch Feierabend. Newcastle United gewinnt also mit 2:0 im heimischen St. James' Park gegen die Swansea Cities und das vollkommen verdient über die gesamte Spieldauer hinweg. Natürlich in der Anfangsphase ein bisschen schwächeln, danach aber gefangen und deutlich besseres Team gewesen. Die Schüsse waren teilweise unpräzise, aber die von Perez und Lecky waren auf jeden Fall drin und somit hat man jetzt 6 Punkte Vorsprung auf Manchester United. Das hätte am Anfang der Saison wohl niemand gedacht. Nach dem klasse Erfolg im Pokal, nach der guten Saison, die in der Euroleague mündete, jetzt ja also noch bessere Ausgangssituation für die Magpies. Besser geht's nicht. Das ist Newcastle, das ist der St. James' Park. Das war das 2:0. Eine ganz starke Vorstellung von unserer Mannschaft, da kann man absolut nichts gegen sagen. Gegen Swansea musste auch erstmal gewinnen, da haben schon einige Probleme gehabt, auch wenn dieses Mal ja zugegebenermaßen nicht sonderlich schwierig war, denn sie hatten eigentlich abgesehen von der Anfangsphase keine wirklichen Chancen. Ich meine, gut, die Dinger von natürlich Eder und Sigurdsson waren an sich gefährlich, aber die brachten sie auch nicht aufs Tor und von daher verdienter und gut gespielter Sieg. Jetzt muss in der Euroleague im Idealfall genauso weitergehen, mit einem Sieg dann aber auswärts und das wird natürlich dann nochmal eine größere Aufgabe gegen Panathinaikos. Das ist alles andere als easy, die sind in meinen Augen so ziemlich der stärkste Gegner in unserer ganzen Gruppe. Hoffenheim ist zwar auch nicht schlecht, aber Panathinaikos sehe ich eigentlich noch stärker an, auch wenn ich das eigentlich gar nicht sagen darf, weil ich gegen Hoffenheim verloren habe, aber was soll's. Wir beobachten mal ein paar Spieler, unter anderem Pajalic oder sowas, der bei Chelsea anscheinend spielt, ein junger kroatischer Sechser. Kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht ja das neue Talent, das uns irgendwann weiterhelfen wird. Wir, ja, gucken mal uns die Verträge an und möchten da zwei verlängern, und zwar einmal Sissoko, der mehr Gehalt haben möchte und das natürlich auch bekommt, und ich glaube Florentin Pogba machen wir auch noch am Ende dieser oder der nächsten Episode, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber irgendwie sowas um den Dreh sollte da auf jeden Fall passieren. Ich glaube tatsächlich, wir machen es jetzt schon, oder? Machen wir es jetzt schon? Ne, Sissoko, achso, genau, das Gehaltsbudget war einfach noch nicht genug angepasst, sodass es nicht funktioniert hat. Aber jetzt geht's. Alles klar. Wie auch immer. Gut, wir spielen jetzt also gegen Panathinaikos. Davor haben wir jetzt Florentin Pogba, wie wir es hier gerade gesehen haben, der auch ein bisschen mehr Gehalt haben möchte. Natürlich, obwohl er mittlerweile nur ein Ersatzspieler ist, nachdem wir einen klasse Neuzugang mit Westergaard haben, beziehungsweise den Verteidigung mit Zuma. Wir spielen eigentlich noch genau Mbemba, eigentlich sehr solide ist. Aber gut, verlängern kann man, denke ich mal, trotzdem. Er muss ja nicht unbedingt wissen, dass er nicht mehr essentieller Stammspieler ist, beziehungsweise er war nicht essentieller Stammspieler. Er ist ein wichtiger Stammspieler und das bleibt er ja so gesehen auch. Wie auch immer, nächstes Spiel. Viel Spaß und bis gleich. Newcastle United zu Gast bei Panathinaikos in Griechenland. Die Euroleague erwartete wieder die Magpies, genauso wie die Griechen. Und natürlich ist das Duell, was hier eventuell die Gruppe entscheiden könnte. Denn es ist ein Duell auf Augenhöhe und die Magpies waren mit einer B11 angereist, wie es in der Champions League, ja, beziehungsweise in der Europa League für englische Teams so üblich ist. Internationaler Wettbewerb, gerade die Europa League, nicht so bekannt. Momentan 8 Punkte, das heißt ein Punkt vor Panathinaikos, das heißt verlieren verboten. Denn das würde bedeuten, ja, dass man dann im Endeffekt doch noch rausfliegt aus der Gruppenphase der Europa League mit einem Sieg.
Sieg würde man sich zumindest mal für die nächsten Runden, für die Endrunde, dann für die K.O.-Phase qualifizieren. Mladen Petric, der Stürmer, der ehemalige Hamburger, davon haben sie nicht nur einen im Kader, sondern noch einen zweiten, Markus Berg, seinen ja, Sturmpartner vorne drin, hatte vor der Partie gesagt, das ganze Stadion, das ganze Land steht hinter uns, wir wollen alles versuchen, um zu gewinnen. Und das taten sie mit Stil Wemmer Teland in der Defensive, zusammen noch mit Sanchez und Nano davor, Lagos, Rokonis, Zeka, Ayagun und vorne eben drin Petric und Markus Berg. Wie gesagt, bei Newcastle sah das Ganze nominell nicht ganz so klasse aus, was die ja, Qualität der Spieler angeht, wie bei Panathinaikos, denn da war es die B-Spieler-Qualität. Elliot, T.O.T., Pogba, Vestergaard und Pocanjuli in der Defensive komplett umgestellt im Vergleich zur Liga davor. Biggie Rimana und Simon de Jong mit Adam Armstrong auf der 10er- bzw. Zurückgezogenen Stürmerposition auf den Außen. Sissoko und Lecky und in der Sturmspitze Niklas Bentner, der heute wieder die Gefahr ausstrahlen sollte vor dem Tor des Engländers. Stil, der kennt also Newcastle United, wurde in England geboren, ist in England aufgewachsen, spielt mittlerweile aber in der griechischen Liga und hatte vor der Partie ebenfalls gesagt, dass er weiß, wie wichtig dieses Spiel für Newcastle ist, für MGT ist, aber dass es genauso wichtig sei für Panathinaikos. Den besseren Anfang hatte trotzdem Newcastle United in den weiß-schwarzen Trikots. Bentner mit der ersten Gelegenheitsziel, mit seiner ersten Parade, der Däne fast mit dem 1:0, 15 Minuten waren da knapp gespielt, aber das Ganze erstmal verhindert die anschließende Ecke von Sissoko auf den 16er, da steht Bigiri, Mana versucht es direkt, aber das Ganze ebenfalls wieder abgewehrt, es blieb beim 0:0. Weiter aber eigentlich nur die MacPies aktiv, das ist der Ball auf Matthew Lecky, der ja in der Liga zuletzt getroffen hatte gegen Swansea, deswegen heute in der Startelf stand, Schuss abgeblockt, kann sich aber nochmal den Ball erobern, im 16er setzt sich durch, der Schuss, das 1:0, 25. Minute, die zweite Chance der MacPies und das 1:0 für die Gastmannschaft. Ja, das war stark gemacht von Matthew Lecky, zuletzt in der Liga bereits mit einem richtig schönen Solo-Tor und auch dieses war wieder alles andere als schlecht, der Schuss zunächst abgeblockt, aber dann setzt danach, macht das klasse und das Ding ist unhaltbar für Stil, unter die Latte geknallt, also 1:0 Führungstreffer und das natürlich ein gutes Omen, denn unentschieden würde die MacPies ja reichen, allerdings wollten sie direkt die Führung ausbauen, sie wollten mehr. Simon de Jong, der Niederländer mit einem Versuch, Stil ist diesmal wieder auf dem Posten, 33 Minuten rum, Newcastle war das bessere Team und wurde sogar überheblich. Benton aus 20 Metern, der Fallrückzieher, nicht gefährlich fürs Tor von Stil, aber für die Schussstatistik auf jeden Fall gut und da war Newcastle deutlich überlegen. Kurz vor der Halbzeit, Sissoko mit der Flanke, Armstrong mit dem Kopfball und Stil wieder mit einer Weltklasse-Parade, normalerweise muss das 2:0 sein, aber der junge Engländer scheitert zunächst. Wir springen in die zweite Halbzeit, wir springen zu Panathinaikos, erste Offensivaktion im gesamten Spiel, Zeka mit dem Ball in die Spitze und da kommt ein Laden, Petric 1:1, so schnell kann es gehen, 53. und der Ausgleich ist gefallen. Da sah ja Newcastle United hinten ganz, ganz alt aus, Vestergaard hat den Kroaten überhaupt nicht auf der Rechnung und dass der gut im Abschluss ist, dass der das immer noch drauf hat, da sieht man in dieser Situation die Fans natürlich komplett aus dem Häuschen, das Ganze war wieder möglich, es sah so aus, als ob Panathinaikos es doch schaffen könnte, wunderbar gespielt und der Abschluss dann direkt und eiskalt, Rob Elliott chancenlos, Ausgleichstreffer also und jetzt waren sie wach, jetzt wollten sie mehr, weiterhin die Grünen in der Offensive, der Kopfball vom Berg noch ungefährlich fürs Tor von Elliott, aber es wurde schlimmer, Nano mit der Flanke, Petric kommt nicht ran, das ist nochmal Zeka, der versucht es dann nicht aus spitzen Winkel, sondern legt ab auf Petric und er trifft den Pfosten, das wäre natürlich der Hammer gewesen, der Doppelpack des Kroaten, aber so blieb es, ja beim 1:1 und Newcastle kam wieder in der Offensive, Bentner, schöne ja, Technik in der Situation, leider Pech im Abschluss, andere Seite, Ball geklärt und Newcastle hatte gewechselt, sie brachten mehr Tempo, sie wollten kontern und jetzt hatten sie Platz, Armstrong mit dem Ball auf Bellerin und der wurde auf die Flügelposition, auf die Offensive eingewechselt und zwar genau wegen diesem Tempo, der Pfosten rettet für Stil, der war eigentlich schon geschlagen, das war eigentlich schon das 2:1, aber es blieb beim 1:1 und Newcastle hatte jetzt die größeren Chancen, De Jong wieder das Aluminium, rettet Panathinaikos die letzten Gelegenheiten, allerdings nutzten sie sie nicht und dann kam nochmal Hector Bellerin aus der eigenen Hälfte heraus, der Spanier setzt sich durch und ist auch schneller als Nines, der dann nicht gegen den Spanier ankommt, er bleibt zwar dran, aber trotzdem ist Bellerin schneller und dann zieht er ja, der Verteidiger in die Mitte, der wird zumindest reingezogen von Batshuayi, das ist Bellerin, der Abschluss, Armstrong ist da, 2:1 Entscheidung, 90. Minute, die endgültige Knockout-Phase. Ja, hatte für Panathinaikos Folgen, denn nach dem Pfostentreffer und dem Lattentreffer von Bellerin und von De Jong ist jetzt Armstrong, glaube ich, macht den Abpraller rein. Wieder ein klasse Solo des Spaniers, der definitiv nach seiner Einwechslung Schwung reinbrachte. Und dann ist er erstmal ja, noch ein bisschen egoistisch, der Abschluss mit dem schwachen Linken und Stil ist da. Aber egal, denn im Endeffekt macht Armstrong das Tor und das war die letzte Aktion. Newcastle United, also in der Endrunde, beziehungsweise im 32. Finale der UEFA Europa League. Eine ganz starke Partie der Männer von MGT, die hier auswärts in Griechenland bewiesen haben, dass sie auch gegen schwere Gegner gegenhalten können. Das Gegentor war bitter, sie haben sich stark zurückgekämpft und sind dementsprechend verdient weiter. Panathinaikos selber kommt nicht in die nächste Runde, sie scheiden in der Gruppenphase aus.
Ja, das war doch eine sehr schöne Wendung zum Ende hin. Ich fand, dass Bellerin definitiv einiges da vorne vernünftig gemacht hat. Das Solo, das erste, war richtig nice. Da hat man richtig gesehen, oh geil, Tempo, Konterfußball, den kannst du nur was mal auf außen stellen. Ja, der Abschluss war halt nicht so geil, aber beim zweiten war es schon gar nicht so schlecht dafür, dass er eigentlich ein Rechtsfuß ist. Mit dem linken Fuß als Rechtsfahrer kann man mal so schießen und das Armstrong da genau steht, ist natürlich ideal. Und dementsprechend sind wir weiter und haben weiterhin die Chance, in allen möglichen Wettbewerben was zu gewinnen, was natürlich ideal ist und genau unseren Vorstellungen entspricht. Wenn diese Episode euren Vorstellungen gesprochen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, darüber würde ich mich sehr freuen. Es sind Links in der Videobeschreibung, wie gesagt, zu Instagram, Twitter, Facebook auf jeden Fall mal auschecken und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder. Wann die kommt, weiß ich nicht. Zunächst einmal wird unter anderem natürlich wieder der BVB-Karrieremodus kommen und auch einige Ultimate-Team-Videos, aber keine Sorge, irgendwann geht's weiter und ich denke mal, mindestens einmal die Woche wird dieser Karrieremodus hier kommen. Wir trainieren nochmal unsere Mannschaft zum Abschluss und ich denke mal, damit kann man dann auch abschließen, denn wir haben hier sehr gute Ergebnisse, dreimal A, einmal B und nur einmal D. Perfekt, da kann man es eigentlich mehr gar nicht machen und dementsprechend sage ich, bis dann, macht's gut, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.